Moin Moin und herzlich willkommen bei der nächsten Folge von der Chaos-Theorie im Jurassic Park 1. Wir haben mal gestern unsere kleinen Freunde reingeholt. Die vorne sind gerade noch unterwegs, diese kleinen Freunde hier, die Coelophysisse. Und wir werden jetzt schauen, dass wir das ein bisschen verändern, weil das ist zu groß. Das macht keinen Sinn. Wir brauchen nicht so ein riesen Gehege für die Kleinen. Dementsprechend werden wir jetzt mal ein bisschen gucken. Wir werden das Gehege hier ein bisschen verändern. Und zwar werden wir hier eine Wand durchziehen quasi. So. Und dieser Bereich wird geändert. So. Zaun, Gehege. So. Und wir gehen nämlich jetzt hier hoch. Und machen das ein bisschen größer für die Mayungas, die wir hier holen. So. Und dann passt das auch im Prinzip mit der Parktour. Ne? Das kriegen wir so hin. So, jetzt haben wir hier eine Beobachtungsgalerie. Und da packen wir jetzt einfach noch eine daneben. Wäre natürlich cool, wenn wir jetzt die Straße hier nochmal wegkriegen würden. So. Reiß mal kurz nochmal ab. Beobachtungsgalerie. Im Wasser. Okay, dann machen wir auch mal kurz eben das Wasser noch weg. So. Übrigens, wenn wir gerade schon mal in dem Bildschirm hier sind, die Kurzen brauchen noch was zu fressen, ne? So, und das wird keine Ziege sein, weil die sind viel zu groß für die. Also muss das so gemacht werden. Jetzt haben wir hier noch eine Galerie. Und hier vorne auch. Und dadurch, dass wir jetzt hier, hoppala, dass wir jetzt hier drei Galerien haben, damit wir das alles abgedeckt haben, werden wir jetzt hier auch bald noch eine kleine Einkaufsstraße errichten. Und dann denke ich, dürfte das ganz gut hinhauen, weil es machte einfach so keinen Sinn. Ne? Es macht keinen Sinn, dass die kleinen Zwerge so ein riesen Areal bekommen. Demnach müssten wir ja dem T-Rex den Dreiviertel des Parks geben. Also von der Logik her, ne? Das macht keinen Sinn. So, das haben wir. Wir werden jetzt kurz einmal schon mal diese ersten Sachen fertig machen für den Mayunga. Hier ist nochmal Platin. Ne, doch nicht. Fossile Exkremente. Ja, fast Platin. So, 60%. Maluf macht das. Und wir werden gleich auch mal Wallace entlassen, weil wir brauchen Wallace nicht. Wir haben mit Maluf jemanden, der das super kann, das Extrahieren. Also werden wir den direkt mal entlassen. Wallace, tut mir leid. Aber du hast bei uns im Team keinen Platz. So. Und jetzt können wir uns überlegen. Wir haben jemanden für die billigere Forschung. Wir können aber auch noch wen einstellen für die schnelle Forschung. Oder war sie schon? Sandra Warren, Kosten pro Minute 20.000. Training Stufe 2, okay. Stufe 2 ist aber dafür ganz schön schlecht von den Sets her, oder? Weil, ja, wir nehmen sie trotzdem. Weil Stufe 2 bedeutet, wir können sie nicht mehr trainieren. Genau. Weil Stufe 1 wäre das hier. Die erste Trainingsstufe. Stufe 2 ist diese hier. Da bräuchten wir die erst für. Gut, machen wir jetzt aber nicht. Wir haben andere Sachen, die wir forschen wollen. Die Frage ist, was wäre am schlausten gerade? Ich finde, weil mich das persönlich sehr nervt, wir bauen direkt die großen Einrichtungen. Die verbesserten. Weil da, wo wir jetzt gerade angefangen haben... Oh. So. Da, wo wir gerade angefangen haben, diesen Knoten zu bauen, sollten wir auch die größeren Einrichtungen bauen. Weil ich gehe davon aus, wir haben ja jetzt hier noch keine, dass es hier ein Riesenproblem gibt. Na, genau, rot. Und es wird ja hier erst recht tiefrot, weil wir drei Galerien haben. Die wollen ja alle hier hin. Dementsprechend müssen wir gleich dafür sorgen, dass wir hier überall Einrichtungsgebäude haben. Na, und dann nehmen wir gleich die großen, weil ich möchte dieses kleine Minispiel, dieses hier, nicht 250 Mal pro Folge machen im Prinzip. Dementsprechend machen wir das so. Okay. Also, dann wählen wir mal die Eier aus. Ne, die sind immer noch nicht fertig. Okay, müssen wir gerade mal schneller laufen lassen. Die werden gerade noch abgeholt hier. Finde ganz cool, dass sie es auch nacheinander machen. Weil wäre ja auch ein bisschen sinnfrei, wenn da jetzt 10 Helikopter gleichzeitig rangehen. So, Ruhepause fertig. Jetzt können wir sie machen lassen. Alle 8 Stück. Die haben wir uns ja schon angeschaut gehabt gestern. Wissenschaftler zuweisen. Und schnellerer Brutvorgang. Dafür ist Raya wiederum da. So. Mach das bitte und dann können wir die gleich allesamt per Airlift rüberbringen. So, wir brauchen noch eine Dreierbewertung und eine Dreieranzahl, eine höhere Anzahl an Spezies. Also müssen wir bald mal dafür sorgen, dass wir den Mayunga hier hinbekommen. Der ist mittlerweile schon fertig vom Extrahieren. So, 66, 72. Ah, schade, das sind da nochmal 19%. Dann nehmen wir die eine auch noch mit und hier die eine auch noch. So, passt. Und dann haben wir gleich den nächsten. Das ist dann auch wirklich mal in Anführungsstrichen großer. Natürlich geht es noch größer. Aber mit dem Mayunga haben wir schon mal dann etwas, den man auch sieht vom Weiten. Kleinen. Die sehen wir gleich vom Weiten her höchstens, weil die so winzig sind. Wir sind hier aber noch nicht fertig.
Wir brauchen nämlich noch ein Tor. Das machen wir hier vorne hin. So, dasselbe brauchen wir hier, wenn wir hier eh schon so eine Art Passage haben. So. Wir machen eine Ausnahme. Wir machen jetzt hier keinen Weg hin, weil wir fahren ja momentan relativ selten selber. Dann war das sehr ein bisschen blöd aus, wenn wir jetzt hier nur eine Art Hand haben, oder? Wenn wir jetzt hier fünf Wege abführen haben, oder? Komm, machen wir trotzdem. So, komm, machen wir so. So. Und so eine Art Hand. Ja, ein bisschen falsch geformte Hand. Und, was wollte ich machen? Ich wollte den Ranger-Posten bauen, ne? So, damit die Kleinen auch überprüft werden. Wir können so ein bisschen, ich hoffe, das funktioniert, weil das ja hier eigentlich ein Zaun ist, dass wir so ein bisschen von dem unteren Bereich hier wegnehmen. Dann brauchen wir nicht hier unten auch noch einen bauen. Dann bauen wir nämlich den anderen hier drüben hin, direkt am Tor. Und dann funktioniert das, ne? Ist gerade natürlich alles dicht und sehr bewaldet hier. Aber das kommt ja bald alles weg. So, dann brauchen wir natürlich nur noch eine Unterstützungsanlage hier unten. Die können wir hier hinbauen. Das passt. Achso, nee, dann wollen wir den Tor bauen, ne? Dann machen wir doch hier oben. So. Straße. So, dann passt das soweit. Dann geben wir dem gleich die Aufgabe, bitte die beiden zu überprüfen. So, wie sieht das denn jetzt generell aus? Kommen die Kleinen an, ja? Kommen die an? Achso, die müssen wir noch freilassen. Uppala. PR-Lift. Jetzt wird's wildes Gedrücke hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kleine Biester. Haben wir schon eine Idee, was die brauchen? Nee, ne? Ja, einsam. Okay, die brauchen also auch viele kleine Geschwisterchen. Bestand 4. Also man braucht Minimum, ich würde schätzen, 6, ne? Finde ich ein bisschen schade, dass hier nicht angezeigt wird, dass hier nicht 4/6 steht. Das finde ich ganz schön. Aber gut, das ist auch Meckern auf hohem Niveau. Vielleicht kommt das auch bald noch, ne? Generell sehr kleine, süße Fratze, ne? Kein Leiden erkannt, das ist gut. Geben natürlich auch nur 21 Anziehungskraft, dass die keine 200 geben, ist klar. Mag nicht, was? Also wir hätten ihn so oder so nicht mit anderen in einem Gehege packen können. Höchstens mit dem Kompi. Den Kompi können wir hier vielleicht noch reinpacken, ne? Die mögen sich gegenseitig, das ist gut. Aber ansonsten kein anderer Fleischfresser darf hier rein. Und die dürften wahrscheinlich auch nicht bei einem Pflanzenfresser leben, oder? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Müssen wir mal testen irgendwann. Aber jetzt haben wir sie hier drin. So passt es auch. Und unser Ranger-Team sagt uns jetzt gleich... Oh, es kracht. Sagt uns jetzt gleich, ob wir hier irgendwas noch brauchen. Was ist los? Sturm. Okay. Müssen wir denen sagen, die sollen hier rein? Ja, alle Schutzräume öffnen. So. Brauchen wir noch irgendwo einen? Schutzraum. Da. Vielleicht hier unten in der Gasse gleich noch, ne? Aber ansonsten ist es soweit in Ordnung. Wir haben die Schutzräume geöffnet. Es ist alles gut. Wir haben 4 Stück. Schutzbunker, Schutzraumversorgung 98%. Was? Die kämpfen? Oh. Unsere kleinen Garten... Oh, oh, unsere kleinen Gartenzwerge sind ganz schön aufmüpfig. Liegt daran, dass sie keinen Komfort haben. Gehe ich mal ganz stark von aus, weil die kleinen Geschwisterchen jetzt gerade erst kommen. Ja, deswegen wird das momentan ein Problem sein. Wie sieht das denn aus? Wir haben genug Wald, wir haben genug Fleisch, wir haben genug offenes Gelände. Das Gehege ist nicht zu klein, Wasser passt auch. Ansonsten ist alles gut. Es lag also gerade einfach nur daran, dass die ihre Geschwisterchen noch nicht hatten. Oh, 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 oh. Komm her. Mach das bitte mal direkt heile, bevor die das verstehen hier, dass hier offen ist. Parkbewertung ist um 26%. Ne, die Einnahmen sind gestiegen, okay. Ticketverkäufe gehen runter, okay. Ja gut. Ist ja auch logisch, beim ersten Mal ist der Ansturm immer da und danach flacht das ja mal ein bisschen ab. Ist klar. Anwaltskosten ist gut, dass wir 0 haben. Laufende Kosten für Einrichtung beim Mob ist auch okay. Gewinn ist weniger geworden, ist aber nicht schlimm. Wir haben trotzdem noch sehr viel. Gut. Reparierst du das bitte dabei direkt? Das sieht schon grafisch sehr, sehr schön aus, ne? Würde ich sagen. Und es passt sogar, dass der Regen im selben... in dieselbe Richtung fällt, wie auch der Rauch wegfliegt quasi. Hat das geschafft? Scheiße, hat er nicht geschafft. So. Und hier oben ist auch noch ein Leiden. Veterinäreinheit, losfahren. Was ist hier oben los? Das kommt ja alles gleichzeitig gerade. So. Die bringen wir auch... Das sind zum Glück nur kleine Gartenzwerge, ne? Die bringen wir schnell wieder rüber. Muss ich kurz überlegen, das war hier. So, wieder zurück. Tor ist wieder zu. Alles gut. Ist hier noch irgendwas offen? Warte mal. Ist hier noch mehr? Das müssen wir reparieren.
Ach du Scheiße, nicht die Velociraptoren. Nicht die Velociraptoren, bitte. Dann gehen wir an das hier oben, an die ACU. So. Du bist draußen, du bist auch draußen. Okay, und du fährst bitte direkt los. Wo ist er? Muss ich gerade überlegen, wo er was hingestellt. Ah, wo ist es? Achso, ist er direkt daneben, logischerweise. So, du gehst bitte direkt reparieren. 1, 2, 3. Ja, die können wir danach machen, ne? Ist das denn kaputt? Ne, noch nicht. Es ist nur nur beschädigt, okay. Okay, jetzt haben wir ordentlich was los jetzt. Wir nutzen alle sofort ihre Chance, um auszubrechen. Aber ansonsten haben wir, glaube ich, alles im Griff, oder? Oder auch nicht. Sind die nächsten Gartenzwerge hier ausgebrochen? Ja, diese kleinen hier, die machen ganz schön Stress, ne? Diese kleinen Gartenzwerge. Gefahr für die Gäste, ja. Nur solange ihr hier drin ist, ist ja keine Gefahr. Und Knochenbrüche bei den beiden. Nicht diagnostiziertes Leiden, okay. Herz zurück. Nee, fahr doch mal wieder los. Medizinischer Scan. Und die beiden müssen eingefangen werden, okay. Jetzt haben wir gerade ein bisschen was zu tun. So, 1, 2. Die wahrscheinlich auch gleich. Ah, nee, das ist jetzt Ranger-Posten. Okay, können das auch die Helis machen? Ernsthaft? Tatsache, die können auch patrouillieren. Machen wir jetzt nicht, weil wir brauchen die ja für dringendere Aufgaben. Aber dass es geht, ist schon krass. Okay. So, der ist drinne, ist alles okay. Kehrt zurück. Warum kehrst du denn zurück? Hier ist doch noch was kaputt. Reparieren, reparieren, reparieren. Ich glaube, ich könnte es wieder öffnen, ne? So, ich glaube, dann haben wir es überstanden. Aber das waren schon mal wieder 2, 3 Schrecksekunden, ne? Wir werden dem währenddessen mal eben nochmal den Mayunga weiter ausbuddeln. Haben wir schon was bekommen? Nee, ne? Nö, dann warten wir noch hier. Müssen wir irgendwen ausruhen lassen? Nö, ist alles im grünen Bereich. Passt. Aber wir können forschen. Da muss ich mich wirklich zwingen, dass wir forschen. Das ist ganz wichtig. Modifikationen können wir gerade nicht. Einrichtungen, was gibt es denn hier noch? Die ganz großen. Mittelgroß. Wollen wir da direkt die ganz großen hinbauen? Das ist vielleicht ein bisschen teuer, ne? Wir können uns auch vielleicht nicht so viel leisten direkt. Abenteuer-Einrichtungsmodule, Nacht-Einrichtungsmodul, Luxus-Einrichtungsmodul. Ja, nee, das ist uns gerade erstmal egal. Infrastruktur. Was ist das hier? Gebäude-Upgrades, die verschiedene Kosten senken. Billige Baumaßnahmen, effiziente Verwaltung, Aufgabenkosten. Nee. Was können wir hier holen? Den nächsten Fleischfresser. Das sieht schon nach einem Suchomimus aus. Das machen wir doch mal. Billigere Forschung. Oh, 12 Punkte. 7. 9. In der Extraktion, die brauchen wir gleich. Nee, das lassen wir gerade. Dann gehen wir einfach mal auf Pflanzenfresser, da holen wir noch mehr rein. Mittelgroße und große Pflanzenfresser, gepanzerte Pflanzenfresser. Stimmt, so einer fehlt uns noch, ne? Schon Kingo. Komm, den gucken wir uns doch mal an. Das gefällt mir ganz gut, der ist auch nicht so teuer. Dann lassen wir einfach Watanabe alleine forschen, oder? Nee, schnellere Forschung machen wir ihn und billigere Forschung. Na, das wäre schön gewesen eigentlich. Ach, komm, dann machen wir Watanabe alleine. Die sind halt noch zu schwach, wir müssen die dann mal trainieren. Wir müssen die trainieren, dann kriegen die auch zukünftig die Aufgaben zugewiesen, ne? Ach so, stimmt, da brauchen wir erst das für. Machen wir gleich noch. Oder beim nächsten Mal, wir müssen mal gucken. So, reparierst du bitte mal den Zaun jetzt hier? Fährst du bitte schnell, bevor der nächste hier durchdackelt. Und der ist noch betäubt, den müssen wir einmal hochheben und wieder runterlassen, damit er wieder aufwacht. Ich weiß nicht, ob das auch so geht, aber... Das dauert sonst zu lange. Die sind, obwohl, wir haben so viel gerade unterwegs, ne? Die irgendwas hinbringen. Weil die ja noch die ganzen Kleinen transportieren. Logisch, macht Sinn. Geht's euch denn mittlerweile gut, ihr kleinen Gartenzwerge, ihr kleinen Giftbiester? Auf Wassersuche. Zufrieden, okay. Ja, man sieht schon, ne? Die kriegen so gerade eben dieses kleine Gehege hier vom Bereich her, von ihrer Dominanz quasi ausgedeckt. Oder bedeckt. Die brauchen im Prinzip auch gar nichts, ne? Denen ist alles egal. Die können wirklich eigentlich rein theoretisch in jedes Gehege rein. Dem geht's gut. Mangrovenwald, Rana mag nicht, alles klar. Okay, denen geht's also super. Berufmann-Status, sehr gut, das ist normal. Haben sie nicht. Das ist uns auch erstmal wurscht. Okay, wir wollen nämlich jetzt wirklich gleich auf den Mayunga. Da kommt er schon, 7 Sekunden noch. Und da können wir währenddessen mal schauen, dass wir die etwas größeren Einrichtungen bauen. So, dafür haben wir die ja gebaut. Eins... Ich habe gerade was gesehen.
Man kann die auch direkt von vornherein anders bebauen. So. Und wir brauchen noch eins. Für Geschenke. So. Damit wir hier auch alles bekommen, was wir brauchen. So, und hier können wir auch 5 Module reinpacken. Okay, das ist interessant. Wir brauchen aber nicht grün und gelb. Wir brauchen grün und... Es gibt nur grün und gelb zusammen. Ja gut, dann müssen wir... Nee, da auch. Grün und weiß ist gut, das brauchten wir. Dann grün und gelb nehmen wir einmal mit. So, und weiß und irgendwas ist im Prinzip wurscht. So, haben wir. Dann nochmal das nächste. Hier fehlt eine Stromquelle. Haben wir noch gar keinen gebaut. Keinen Posten, kein Umspannwerk. Aber die haben doch unten auch eins, oder nicht? Ach, brauchen die gar keins. Machen es mal trotzdem hin. So. Also dürfen wir es noch nicht zuordnen, ne? Wir brauchen erst Strom. Ich hoffe, dass es auch von den Mittelgroßen gleich passt. Dass wir dann auch direkt eine gute Bewertung bekommen. Und ich mir dann das, was ich erhofft habe, dass wir nicht dauernd dran müssen. Dass wir damit auch klarkommen dann. So, wir brauchen wieder grün und weiß. Weil das, ehrlich gesagt, nervt mich ein bisschen. Grün und rot. So, und grün und weiß nochmal fertig. Nochmal, einmal brauchen wir noch. Dann haben wir es geschafft. Weiß und rot. Ja gut, weiß und rot ist Quatsch. Weiß und grün. Und grün und gelb. Fertig. So. Okay. Dann läuft das. Wir gucken mal rein. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir mussten... Ich glaube, gucken, wo es war. Besucherandrang. So, das ist okay. Und Einrichtungsversorgung ist okay. Müssen wir noch mal irgendwie in diesem Bereich, wenn wir hier weiter runter bauen, müssen wir dann hier noch was reinquetschen, ne? Dann kriegen wir das aber ganz gut hin. Bin ich schon mal eher mit zufrieden, als wie wir es eben hatten. So. Ja, die sind natürlich alle noch verletzt. Wir müssen die noch rüberbringen. So, wer soll die heilen? Haben wir da speziell wen für gehabt? Nein, aber... Ich würde sagen, derjenige, der die ausbrütet, der heilt die auch. Der kennt sich damit am besten aus. Der macht das schon. Oh. Ist besetzt. Oh, okay, okay, okay. Das ist gut zu wissen. Dann macht das bitte direkt. Die Kleinen, die haben halt gerade ganz schön Zeit gekostet, ne, dass wir die hier rüberbringen. Die sind mittlerweile anscheinend auch alle angekommen. Aber die haben ganz schön Zeit gekostet. Das war unser Problemchen. Deswegen sind die auch hier noch überall am Rumliegen. Da kamen wir halt noch nicht zwischen. So. Okay. Dann schicken wir nochmal ein Einfangteam los. So. Hat der denn hier überhaupt einen Posten? Naja, ne, hat... Okay, alles klar, den geht's überall gut. Wir haben mit jedem Posten irgendwie irgendwem zugewiesen. Alles klar. Sehr schön, wir sind bei 2 Sternen mittlerweile wieder. Das ist gut, darauf müssen wir aufpassen. Und ich hoffe, dass wenn wir den Majunga jetzt gleich haben, dass uns das nochmal einen kleinen Schub nach vorne bringt. Davon gehe ich mal zumindest aus. Wäre schön. So. 9 von 10. Hier gibt's nochmal 100.000 drauf, 110.000. Schnellere Extraktion, mal Luft, mach das mal und dann werden wir den ausbrüten direkt. Dann werden wir den auch mal direkt ausbrüten. Bevor wir was weitermachen, gehen wir mal kurz gucken in der Brutstation, ob der irgendwelche Nachteile hat. Das sollten wir wissen und direkt vorher hingehen und sagen, das müssen wir wegbekommen. Ungesellig. Okay, also sozial. Das heißt, wir gucken direkt mal nach, dass wir das erforschen, dass wir das nicht mehr haben. Boah, 12 Punkte. 12 Punkte. Holla die Waldfee. Wo sollen wir die denn herholen? Wissenschaftlerlimit 3. Das kriegen wir gar nicht hin. Das heißt, wir können das derzeit nicht ausmerzen, das Problem. Das ist schon heftig. Was bewirkt das denn? Das gucken wir uns direkt mal an. Damit wir auch wissen, was wir jetzt hier zulassen. Wolfs-DNA erschafft Dinosaurier, die sich in Gruppen ihrer eigenen Spezies wohler fühlen. Diese genetische Modifikation erhöht die Dominanz des Sauriers und die Wahrscheinlichkeit, dass er Kontakt zu anderen Sauriern aufnimmt. Wenn der Saurier ein Alpha ist, senkt diese genetische Modifikation außerdem die Bedürfnisse aller Saurier im Territorium. Okay, das heißt, ich gehe mal davon aus, wenn ich das im letzten Absatz lese, dass wenn wir da 2, 3 Stück da rein wollen, die dementsprechend immer mehr Territorium für sich haben wollen und damit auch die Ansprüche größer werden. Das heißt, wir müssen gegebenenfalls dieses Territorium erstmal vergrößern, wenn die alle drin sind, bis wir halt quasi Dinosaurier erschaffen können, die damit kein Problem mehr haben, dass ihre Familie quasi in Anführungsstrichen in der Nähe wohnt. Weil nur, anscheinend brauchen die jetzt momentan so einen Rückzugsort, wenn man mehrere hat. So würde ich das mal momentan verstehen. Müssen wir da mal gucken, weil, ne, 30 Sekunden, dann haben wir das und dann sind wir schlauer. Dann werden wir uns das mal anschauen, was genau damit gemeint ist.
meine, gut, wir haben jetzt hier noch einen Arzt drin gehabt, aber ich glaube, der war nicht stark in Logistik. So, abgeschlossen. Dann wollen wir mal gucken. 97%. Können wir denn auch was anderes modifizieren? Wir werden wahrscheinlich das modifizieren können. Langlebig können wir was machen, ne? So, wir haben insgesamt 4 Punkte frei gehabt. Und Farben. Machen wir mal einen roten. Ja, rot, grau. Sieht sogar schnieke aus. So. Und Wissenschaftler zuweisen. Und dann bin ich mal gespannt, was dabei rumkommt. Schnellere Synthese. Wir brauchen 8 Punkte für den hier schon. So, Warren kann auch mal was machen für ihr Geld. Und dann wollen wir das gerade mal einmal ein bisschen schneller machen. Wir wollen uns ja angucken, was passiert. Und was genau jetzt der Malus auch unterm Strich ist. Das war ja eben nur so ein bisschen zurechtgewurschtelt. Ja, auswählen. 3 sind lebensfähig. Alarm. Okay, alles klar. Alarm. Oh, ich darf schon gar nicht hingucken. Ungesellig. Plus 30% Populationsbedürfnisse. Also da, worüber wir gerade gesprochen haben. 15% Dominanz ist eigentlich ja gut. Allerdings auch ein Nachteil, wenn der Bereich, den wir brauchen, dadurch nur exorbitant groß wird. Minus 30% Wahrscheinlichkeit, dass Saurier Kontakte knüpft. Okay. Aggressiv, Bedrohung, Dominanz, mag keine andere Spezies und bedroht alle. Gut, wäre uns rein theoretisch egal, weil wir keine andere Spezies zulassen wollen in dem Gehege. Ungesellig, ja gut, ungesellig sind sie alle drei, ne? Alle drei. Wir haben jetzt gerade die Anforderungen noch nicht, dass wir die ausbrüten können. Wie groß war denn die Wahrscheinlichkeit überhaupt für das Ungesellige? 50%, da haben wir aber wirklich Glück, wirklich Pech gehabt, ne? Wollen wir es nochmal probieren? Komm, einmal probieren wir es noch. Wir lassen die andere Charge nochmal offen. 4, 10. Da bin ich mal wirklich gespannt, ne? Vielleicht finden wir da noch einen, ich sag in Anführungsstrichen, gesunden. Die sind natürlich alle gesund, aber ihr wisst, wie ich es meine, ne? Die kämpfen ja trotzdem. Haben die nicht mal alle Tassen im Schrank, oder was? Ja, dass die ein Leiden jetzt haben, das verstehe ich. Die verprügeln sich ja auch gegenseitig. So, ist er hier fertig? Saurier in Behandlung. Transport erfolgreich, weil wir müssen die nächsten jetzt hinbringen. Wir müssen ein bisschen hinterherkommen gerade. So, Transport. So, er muss einmal abgeholt werden, okay. Also hier haben wir ein bisschen was zu tun gerade, ne? Auch der Sturm, der hat schon einiges gekostet. Einiges an Zeit und an Problemen uns gebracht. Aufgabe hinzufügen, die wieder betäuben. Ach, wir müssen ja immer nur... Okay, alles klar. Wir müssen einmal rausfinden, ob die überhaupt ins Krankenhaus müssen quasi. So. Dürften wir jetzt einmal gucken. Hier haben wir einen, der vernünftig ist. Geht doch. Na, das wollen wir haben. Ungesellig, ungesellig, ungesellig. Die Frage ist jetzt, nehmen wir trotzdem welche mit? Nee, oder? Da kostet nämlich einer mal eben kurz 850.000. Wenn das nicht funktioniert mit dem Ungesellig, haben wir nämlich ein Problem. Also lassen wir erstmal nur einen frei. Und die anderen werden wir jetzt einfach mal aussondern, ne? Andere Möglichkeit haben wir nicht. Also haben wir schon, aber ich glaube, dass es nicht so gut wäre, wenn wir das machen. Wir lassen Warren mitarbeiten, damit die was zu tun hat. Die brauchen wir für andere Dinge momentan nicht. So, was kostet das Synthetisieren? Ah, 500.000. Besser 500.000 in den Sand zu schmeißen als 1,3 Millionen, wenn das nicht hingehauen hätte. Dann werden wir gerade mal ein bisschen mal skippen kurz. Und dann schauen wir uns den Newton doch gleich mal an in 45 Sekunden. Na, so, jetzt können wir mittlerweile auch den nächsten hier hinbringen. So. 5 Heilungspunkte brauchen wir. Haben wir gerade nicht. Sehr schön, es läuft gerade alles supi, ne? Muss ihm, ja, können wir machen. Wir können ihm das gleich geben. Sobald er hier fertig ist mit dem Rüten, kann er sich darum kümmern. Der Ra ist ein viel beschäftigter Mann bei uns. Aber er ist auch gleich fertig. 20 Sekunden, dann kann er sich um das nächste kümmern. Ich hoffe, er muss sich nicht ausruhen. Haben die, jetzt kämpfen die alle momentan hier. Warum kämpfen die denn alle? Ganz normale Revierkämpfe, soll man das so verstehen? Ja, ne? Weil sonst geht's denen ja gut. 100% Komfort. Ich gehe mal davon aus, dass es Revierkämpfe sein werden. So. Dann würde ich sagen, lassen wir Kollege Majungasaurus frei. Und zwar in sein eigens kreiertes Gehege, was wir noch anpassen müssen. Und dann schauen wir mal. Transport hat begonnen. Ich hoffe, dass ab jetzt auch wir den Wissenschaftler schon zuweisen können. Der Dinosaurier ist noch nicht da, er kommt gerade an. Okay. Machen wir das mal fix eben noch, bevor wir das vergessen beim nächsten Mal. Das sieht doch schlimm aus im schnellen Modus, ne? So. Da kommt, man sieht schon direkt nur, dass es ein ordentlicher Batzen ist, der da rauskommt. Wissenschaftler zuweisen. Ra, du machst das.
So, kümmere dich mal um die Jungs. Na, du machst das schon. So, dann kommen wir eben rüber. Den gucken wir uns nämlich noch an. Bisschen neugierig bin ich ja auch schon. Auch wenn wir schon mittlerweile bei 26 Minuten sind. Aber den gucken wir uns einmal fix nochmal an. Und ich glaube, das war eine gute Idee. Oh, was ist denn hier los? Letztgebrochene Klaue. Da müssen wir den bestimmt rüberbringen, ne? Weil den kann er nicht behandeln, ne? Oh, kann er doch. Er kann ihn von hier behandeln. Noch besser. Dann brauchen wir ihn gar nicht rüberholen. Liegt vielleicht auch daran, dass es so ein kleiner ist, ne? So. Schauen wir mal. Wups. Fehlende Beute. Natürlich bekommt er da noch Beute. Ist natürlich gerade dunkel, aber oh, man sieht schon dieses leicht rote. Jetzt sieht man es ganz gut. Sehr schön. Ein Hocker oben auf dem Kopf. Aber man sieht schon ordentlich. Das ist schon ein ordentlicher Brummer, ne? Kohabitation. Oh, man kann da wirklich viele von reinpacken, ne? Habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Das geht also, okay. Das ist gut zu wissen. Man kann also ruhig mal 3, 4, 5 dabei packen. Ist sehr interessant. Finde ich gut. Finde ich gut, finde ich gut. So, Beute. Das machen wir eben noch, bevor wir da morgen nicht dran denken. Als erstes Futterstation für Fleischfresser. Ich denke mal, wir brauchen eine Lebendfutterstation. Und dann werden wir eben auch mal morgen noch ein passendes Gehege bauen. Aber wie gesagt, das machen wir alles morgen. Weil sonst wird das gerade von der Zeit her wirklich ein bisschen zu lange gehen. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt gerade passend dabei einen Cut. Wir machen morgen mit dem Mayunga weiter, schauen uns in Ruhe an und werden ihm morgen ein Gehege bauen, was er verdient hat. Und dann hören wir erstmal auf. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, das würde mich sehr freuen. Abonniert den Kanal, wenn ihr Bescheid wissen wollt, wann es das nächste Mal weitergeht. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis denne. Ciao.